Und willkommen zurück zu Let's Play FIFA 2004. Der 19. Spieltag steht an. Wir spielen gegen den SV Werder Bremen hier im Westfalenstadion. Und ja, wir stehen immer noch auf dem ersten Platz, diesmal mit 52 Punkten. Bremen auf dem 6. mit 28 Punkten. Denkt dran, die Anzeige ist falsch. Nicht, dass ihr denkt, Öde kann nicht lesen. In manchen Situationen kann ich nicht lesen, aber jetzt schon. Oh, schlechter Pass. Jetzt auf Koller, hoch zu Amoroso, denn... Ah, der kriegt den Ball nicht. Musiki kommt da nicht dran. Da laufe ich dran vorbei. Jetzt Flavio. Nein. Oh, und die erste Chance von Ailton. Kleines, dickes Ailton mit der ersten Chance hier im Spiel. Zack, aber der geht dann doch... Ja, doch, der knallt er doch schon gut vom Tor weg. Naja, 6. Minute, weiter geht's. Erster Aufbau hier von uns. Erster richtiger Aufbau. Fuck. Und das Ganze auch noch gestört. So, komm. Jetzt ab nach vorne, nach oben auf Koller. Na. Wir ziehen einfach ab und... Ah, das wäre einfach so gut gewesen. Ja, 10. Minute, noch kein Tor. Spricht er gegen uns. Immer wenn wir so lange brauchen, dann wird das Spiel etwas knapper. Gut, aber meistens wird es dann in der Schlussphase entschieden, weil irgendwann kriegen wir es dann doch gebacken. Spätestens mit solchen Distanzschüssen. Burns. Auf Ricken, auf Amoroso. Und runter auf Rosicky. Everton mit der Chance und oh, schon wieder eine Parade, ey. Das kann auch nicht wahr sein. Ja, aber irgendwann werden auch die müde. Irgendwann. So, auf Everton. Der aus deren Winkel und ne. Das war doch etwas zu spitz. Um da noch einen gescheiten Raum zu finden, wo man treffen kann. Aber gut. 20 Minuten gespielt, immer noch 0-0. So, Koller. Hoch auf. Oh. Amoroso kriegt. Verliert den Ball da. Ja. Eins der etwas aktuell noch spannenderen Spiele. Aber auch nur, weil wir es nicht geschafft kriegen. Den Ball reinzukriegen und da ist er drin. So, ich hoffe, dass sich die Lautstärke langsam wieder abflacht. Das ist ja hier im Westfalenstadion immer etwas lauter in diesem Spiel. Jetzt im heutigen Signal Iduna Park ist es ja auch nicht gerade leise. Aber gut, das zeichnet das Stadion ja auch aus. So, Metzelda, die Führung haben wir da mittlerweile. Nein! Boah, Jesus Christus! Steht 1-0, 32 Minuten gespielt. Mann, das sieht schon mal aus. Nein, das sieht schon mal aus, als ob ich hier absichtlich ein Gegentor kassieren will. So viel, wie ich hier liegen lasse. Ekelhaft. Komm nach unten, Flavio. Nach Cola, nach oben auf Amoroso. Kann man mit ihm hier über die Flügel laufen? Okay, das wäre ein schönes Tor gewesen. Aus so kurzer Distanz. Wenn man einfach nur noch so einschieben muss. 2-0. Auch schon mehr aus der Distanz, aber naja, 2-0. Läuft, komm. Besten aus 3-0 vor der Pause, dann haben wir unseren Durchschnitt wieder reingeholt. Zu weit, ne? Oh. Na, schade, ne. Rosicky, er sollte da hochgehen, ne.
Nee, das wird nichts mehr mit dem 3-0 vor der Pause. Komm, letzter Angriff. Oder so. Lars Ricken, 45. Minute. Was ein Distanzschuss. Und trotzdem geht das Ding rein. 3-0 zur Pause. Der Durchschnitt ist wieder drinne. Ja. Läuft wieder. Jetzt sind wir wieder mitten im Soll. Und Koller läuft. Schade, ich wollte jetzt auch irgendwie noch so einen richtig übertriebenen Distanzschuss versuchen, aber mich wundert, dass Etiken hier auch noch nicht abgepfiffen hat. Okay, wenn man vom Teufel spricht, abgepfiffen, erste Halbzeit vorbei. Wir führen wieder mit 3-0, wir sind top im Soll. Ricken hat auch mal wieder getroffen. So muss das. Einmal kurz in die Spielinfos, der Ballbesitz muss eigentlich da... Was? Als ob. Naja. Wir mit 7 Torschüssen. Okay. Passt. Läuft. Läuft, Kines. So. Weiter, sofort hier. Bremen mit dem Anstoß und go. Wow. Nein, 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 nein. Nix, Ailton. Pfui. Kleiner Versuch hier, den Ball reinzuschieben, aber den hat unser Torhüter wunderbar gehalten. Oder er abgefangen. Nein. Es gibt keinen Elfmeter. Das habe ich, ich glaube, das war gerade klar. Eigentlich hätte man da noch Elfmeter geben müssen, aber aber natürlich, gut. Gepfiffen wurde es nicht. Vielleicht war es auch kein Elfmeter, aber ich meine, das wäre eigentlich einer gewesen, den ich da provoziert habe. Aber hier scheint es keinen zu geben in diesem Spiel. Danke. Zu ihmchen. So. Runter auf Rosicky, auf Ricken. Der schießt und ja, der wird gefangen. Der wird pariert. Den hat er gefangen. Ne, pariert, den hätte er ja wirklich in einer richtigen Chance gehabt. Oh. Die Chance wollte ich mir nicht nehmen lassen. Und das ist Metzelda und nicht Amoroso. Schönes Distanztor. Etwas übertrieben, aber zack und drin ist es, Kugel. Amoroso mit dem 4-0. Und das Charaktermodell, was beim Torjubel gezeigt wurde, war das von Metzelda. Ich habe einen weiteren Bug gefunden. Okay, den hatten wir eigentlich schon häufiger. Wenn Rosicky getroffen hat oder so, oder umgekehrt. Bei Amoroso wird immer ein anderer gezeigt beim Jubel. Gut, 64 Minuten gespielt, steht 4-0. Ich glaube, da stehen wir wieder voll in unserem Durchschnitt, in unserem Soll. Zu ihm. Schräg zu ihm, sauber, Koller. Auf Everton und... Oh, Koller mit dem Versuch zum 5-0. Mit dem 10-0, das kriege ich, glaube ich, in diesem Spiel nicht mehr hin. Also generell in dem in FIFA 2004. Weil irgendwann ist bei mir halt die Luft raus und ich möchte nicht immer wechseln. Ich könnte zwar jetzt auch Leute auswechseln, aber ich finde das Interface so ein bisschen nervig. Das zeige ich euch mal kurz. Hier beim Teammanagement. Das hier finde ich nicht so optimal. Man hat nicht alle Spieler sofort auf dem Bildschirm. Man muss hier noch runter. Nee. Da bleibe ich hier jetzt bei meiner Stammelf, die ich hier immer drin habe. Läuft ja auch mit denen. Nächster Distanzschuss, der natürlich nicht reingeht. Aber gut. Ich finde diese Chancen aus Distanzschüssen hier einfach so gut. Man zieht ungefähr hier, wo wir gerade sind, ab und man trifft einfach. Im normalen FIFA 14 aktuell, da passiert das vielleicht von 10 Mal einmal. Wenn nicht sogar gar nicht, wenn man so aus dem Halbfeld abzieht, aus dem Mittelfeld.
Danke. Den kriegt er sogar noch. Oh, den nimmt er sogar noch auf. Pfui. Pfui! Schrei ich erstmal einmal richtig schön ins Mikro. Dass die Nachbarn sich wieder denken, der Junge hat schon wieder seine Komplexe. Ja, aber die hab ich überhaupt nicht. Okay, lassen wir das aber, mach mal keine Witze. Auf jeden Fall nicht im nüchternen Zustand. Zack, Rosicky. Und nein, der sollte doch nach unten schießen. No, du Ekligen. Du Ekelhaften. Auf Flavio. Ja gut, man sieht auch, unsere Spieler sind müde. Die sind fettig wie ein Brötchen. Fettig wie ein Brötchen, ja. Fettig mit Doppel-T. Nein, ihr wisst, was ich meine. So, komm. Und da ist noch was. 5-0. Zweites Tor von Jan Koller. Auch wenn er ausgepowert ist, dann dreht er sich einmal bald um die eigene Achse und trifft trotzdem noch. Auch bei diesem Spiel wieder. Wir müssen uns da erstmal unsere Tordifferenz angucken. Wie viel Buden, wie wir hier hin klatschen. Danke. So. Runter. Und auf ihm. Da gibt es 6-0. Jo. Man kennt die Situation schon. Und da weiß man, wenn man da abzieht, dann trifft man. Jetzt können wir es so lassen. 6-0. Ein stolzes Ergebnis. Everton auch nochmal. So hat jeder dreimal. So hat jeder zweimal bald getroffen. Und Ricken müsste jetzt auch nochmal treffen. Dann hätten wir 4 Doppelpacks. Also 7-0 ist schon ein bisschen übertrieben. Vor allem Ding. Dreimal in der 90. Minute. So. Und damit abgepfiffen. Mit einem 7-0 gehen wir hier von dannen. Jan Koller ist Spieler des Tages. So muss das. Läuft bei uns, würde ich sagen. Also das ist echt übertrieben. Ja, da hatten sie aber Chancen. Die Bremer. Aber jetzt hier. Das ist einfach so unnormal. Da zack und drin ist die Kugel. Spielinfos. Wir haben insgesamt 16 Schüsse aufs Tor. Die haben sogar einen Torschuss gehabt und natürlich wieder mehr Ballbesitz. Das halte ich mittlerweile bald für einen Bug. Aber okay, wir sehen uns sofort wieder im Karrieremenü. So. Und da sind wir wieder. In der Karrieremenü. Wir fahren nach München. 1860 München steht als nächstes auf dem Programm. Und ja. Wir gucken natürlich erstmal wieder in die weiteren Optionen. Ob sich da endlich mal... Nein. Ob sich da mal was getan hat. Ach ne, was gucke ich überhaupt in den Spielplan? Kann ich auch einfach in die Tabelle gucken. Erstmal tue ich hier den Pfeil weg. So. So, wir haben 19 Spiele, 18 Siege. Nein. 55 Punkte. 78 Tore. Sauber. Läuft. Stuttgart, wo sind denn die Bayern? Jesus! Die Bayern auf dem 10. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Tja, das ist doch mal eine Tabelle. Also interessanter geht's doch gar nicht. Gut, ich als Bayern-Fan finde das hier nicht so lustig, aber ist halt nur ein Spiel. Also ich finde die Tabellen-Zusammensetzung einfach mal richtig gut. Stuttgart, Hannover, Kölle. Alle spielen so oben mit. Ja gut, wir mit unserem... Dadurch, dass wir benutzerdefiniert spielen, also ne, wir sind halt... Wir haben richtiges Denken, dadurch plätten wir die natürlich alle. Und halt wegen dem geringen Schwierigkeitsgrad. Auch nur nochmal als Anmerkung. Für diejenigen, die das hier im Nachhinein sehen und sich wundern, warum das alles so einfach ist. Oh, ich habe jetzt nicht in die... Nope, immer noch alles ausstehend. Der DFB-Pokal wird jetzt mal irgendwie am Ende des Jahres gespielt. Nochmal gespeichert.
Und ich sage wieder danke fürs Zugucken und hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir die Münchener, die Original-Münchener Mannschaft klatschen. Ja, und dann, wann kommt, warte mal, nee, wir gucken mal eben kurz noch, wann die anderen Münchener kommen. Das Spiel, wo mir dann am meisten das Herz blutet. Nee, falsche. Jetzt kommt 1860 München, danach kommt Hansa Rostock, danach kommt Bochum, danach kommt Köln, danach kommt, oh, dann nur zwei Spiele im Februar. Ah, dann wird viel vielleicht, schätze ich mal, der DFB-Pokal ausgetragen. Mal gucken. Schalke. Oh, wir springen in die Bayern. Erst im April 2004. Ah, da blutet mir dann wieder das Herz. Egal. Ich sag wieder danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mann, war das schnell ausgesprochen. Naja. Ja.